Was geht ab, Leute? Erik von Feel Gaming TV hier und ich heiße euch recht herzlich willkommen zu unserem 6. Far Cry 3 Let's Play. Ja, wir sind noch in der Pilzhöhle. Ich habe angehalten und spiele jetzt weiter. Und weiter geht's. Oh, wir müssen ja versuchen, das Haus einzufangen, was die ganze Zeit versucht, hier abzuhauen. Komm her! Jetzt bin ich im Pilz. Hallo? Oh mein Gott, was ist denn hier los? Crazy! Du bist ein echtes Naturtalent. Ich bin ein echtes Naturtalent. Grant? Okay. Drogenpilze. Pilze. Ah, das sind die Pilze. Oh, jetzt ist, bin ich runtergefallen. Ja, wohin bin ich denn gefallen? Auf den harten Boden der Tatsachen. Da ist einer. Wow, was ist jetzt los? Hab ich mich erschrocken? Das waren Fledermäuse. Das sind die Pilze. Die nehmen wir uns direkt mal mit. Komm, snack mal ein. Ah, der nimmt einen. Hat er nicht gesagt, wir sollen zwei holen? Egal. Nehmen wir halt nur einen mit. Und weiter geht's. Wieder raus aus der Pilzhöhle. Aber erstmal gucken wir noch hier in die schöne Kiste. Joker-Spielkarten, $29. Wow, wie lange war ich da unten? Boah, echt? Wie lange war ich wohl da unten? Am Tage bin ich reingegangen und nachts komme ich wieder raus. Spring! Oh, Kletter! So. Jetzt wollen wir mal jetzt zurück zu unserem schönen Doktor... wie heißt er noch? Ich vergesse immer seinen Namen. Dr. Ernie Horst nenne ich ihn jetzt einfach mal. Der gute Alte. Mann, die Möwen, ey. Gucken, ob ich mal die abschießen kann. Ja, die kann man tatsächlich abschießen. Nice. Und hier geht's weiter wieder. Immer klettern wie ein Äffchen. Kletter, kletter, kletter. Ich kletter ja so schnell. Ah, das ist das Haus auch schon. Kurze Sprinting-Session hier. Wieder ab zu unserer zerstörten Visage. Dr. Fleischhauer. Wo ist er? Da kann ich rein. Ah, da steht er. Oh, Jason, was für eine Überraschung. Ich habe was Feines für uns gebraut, während Sie weg waren. Oh ja, und das Mädchen ist jetzt... Sie ist jetzt wach. Oh, sie Daisy ist wach. Fieber. Wo sind denn meine Vielleicht kommt Kleine? Donald ja auch noch dazu. Ja. Oh, oh ja. Die habe ich schon genommen. Boah, ist der Rille, ey. Ich habe die Pilze. Wunderbar. Ich habe die Pilze? Wir haben einen Pilz in dem Glas. Ich brauche bloß noch ein paar Kann er nicht zählen, oder was? Sie zuzubereiten. Los, sehen Sie nach ihr. Ich soll nach der Daisy sehen. Auf geht's. Schauen wir mal nach Daisy. Wisst ihr noch, letztens war in dem Zimmer noch was Schönes versteckt. Vielleicht können wir ja diesmal das nehmen. Warum jetzt die dramatische Musik? Jason. Wie geht es dir? Oh, du konntest fliehen. Das macht mich glücklich. Hat die eine Zahnspange? Nee, hat die nicht. Er ist harmlos. Sogar echt nett eigentlich. Er hat mich hergetragen. Ich bin aus dem Konvoi geflohen. Dann wurde ich ohnmächtig. Der Doktor hat mich gerettet. Schön, dass du es geschafft hast. Ja. Das war echt hart hier. Jason, was ist? Grant, er... Hör auf! Daisy. Oh, eine traurige Szene. Nein! Es tut mir so leid. Also, das war's dann? Ich... Was ist das? Kommst du hier klar? Ich muss mit dem Doktor über die anderen reden. Ja. Ganz sicher? Geh. Jason? Wer immer es war, der Grant getötet hat.
Oh, jetzt wird er. Verdient den Tod. Verdient den Tod. Und wie er den Tod verdient. Und er wird ihn durch unsere Hand Kann finden. Wir reden? Aber natürlich. Vielen Dank für Ihre Rettung. Dr. Ernie Will. Horst Schlemmer. Aber vier meiner Freunde und mein kleiner Bruder fehlen noch. Wenn ich sie finde, kann ich sie herbringen? Auf keinen Fall. Ich kann mir nicht erlauben, Vaas Gefangene aufzunehmen. Seine Männer kaufen schließlich immer bei mir ein. Dann ist es der sicherste Ort. Hier würde er bestimmt nicht suchen. Bitte, Doktor. Er muss die anderen herbringen. Sonst werden sie sterben. Agnes. Dir kann ich nichts abschlagen. Natürlich können sie bleiben. Oh, ich werde eine doppelte Dosis brauchen, um mich zu beruhigen. Boah, ist der auf Droge, der Typ. Ich komm klar. Warte hier, okay? Ich werde die anderen finden. Ich werde die anderen finden. Und wie wir die anderen finden werden? Zauberpilze, Erfolg freigeschaltet. Ja, ihr geht's gut. Dank dir, Dennis. Du hast das gemacht. Nicht ich. Es ist dein Sieg. Wo sind die anderen? Kann ich irgendwie nach ihnen suchen? Gibt es irgendwas, das mir weiterhilft? Naja, Jason. Die Piraten haben eine Satellitenschüssel für ihre Kommunikation auf der Medusa. Du könntest in den Funkraum gehen und sie belauschen. Was ist die Medusa? Ein Schiff, das in der Nähe gestrandet ist. Piraten bewachen es. Der Pfad des Kriegers, Jason. Trainiere deinen Körper und dein Geist wird folgen. Das Patau wird dich weiterbringen. Alles klar. Ich weiß zwar nicht, wie mir so ein doofes Tattoo weiterhelfen kann, aber auf jeden Fall werden wir da zu dem Schiff mal gehen, zur Medusa. So, jetzt gucken wir erstmal Fertigkeiten. Haben wir eine neue? Fertigkeit, irgendwo können wir hier was Neues erlernen. Tod von oben. Mit A wirfst du dich auf einen Gegner und tötest ihn. Machen wir das doch mal. Nice, das will ich ausprobieren. Das ist Meucheln alias... Ne, wie heißt das? Keine Ahnung, fällt mir jetzt gerade nicht ein. Auf jeden Fall. Neues Tutorial, was für ein Tutorial? Spritzen, blabla, spritzen. So, jetzt surfen wir mal kurz hier den Berg hinunter. Und dann geht's auch schon wieder zu unserem nächsten gelb pulsierenden Punkt. Mann, wieso sind hier denn keine Autos? Ich brauche ein Auto. Ich habe keine Lust, 28 Kilometer zu laufen. Da ist doch schon ein Auto. Musst du einmal aussprechen, dann ist direkt eins da. Jetzt sind direkt zwei da. Mehr als man braucht. Aber die sieht ja scheiße aus, die Karre. Egal. Nehmen wir die. Und direkt los geht's. Und driften. Yeah. Oh Gott, da sind auch schon die Gegner. Können wir eigentlich mal die neue Waffe testen? Handbremse ziehen. Aussteigen. Und töten. Sau geil, die Waffe. Ist das Munition? Kann ich von denen Munition nehmen? Tatsächlich. Rein ins Auto. Und weiter geht's. Mit dieser schönen Hawaii-Musik. Die Musik ist echt der Hammer. Ich hoffe, ihr könnt die auch gut hören. Kilometer haben wir jetzt noch vor uns mit dem schönen Jeep hier. Aber solange können wir ja noch die schöne Musik genießen. Wieder schön durch sanfte Gewässer fahren. Boah, den haben wir schön zwischen dem Auto zerquetscht.
steigen wir wieder aus und holen uns den auch noch. Können die Munition gebrauchen. Kommt schon wieder der nächste. Ich hab gerade irgendwo wieder Schüsse gehört. Da kommt er. Headshot! Jawohl! Da ist noch einer. Du bist tot, mein Freund. Nicht ich. So. Dann wieder schnell rein in unseren schönen Ghetto-Jeep. Rückwärtsgang, Vorwärtsgang und los geht's. Oh, jetzt hat die Musik gewechselt. Schade. 1 Kilometer haben wir noch. Knapp 1 Kilometer haben wir noch. Vor uns. Die Sonne ist mittlerweile schon wieder aufgegangen. Unglaublich, die Zeit vergeht wie im Fluge. Mein Gott, ey. Immer noch 1 Kilometer. Fahre ich hier gerade einen Umweg oder was? Fahren wir mal durchs Landesinnere. Ah, da ist ein Stern auf der Karte. Wir erkunden jetzt erstmal den Stern, würde ich sagen. Ist er weg? Da ist der Stern. Mein Gott, was ist das denn für eine holprige Straße hier? Ja, wir steigen aus, gucken mal, was es mit dem Stern auf sich hat. Was ist denn das? Ein angemalter Stein? Aber ich höre wieder Schüsse. Ich frage mich, wo die gerade herkommen. Da sollten wir, glaube ich, nicht runterspringen. Das wäre keine allzu also schlaue Idee. Egal, wir interagieren mal hier an diesem schönen Stein. Was können wir denn da machen? Verstecken. Aha. Töte so viele Gegner wie möglich mit den verfügbaren Waffen. Ah, und da kriege ich extra Geld. Reiche Dauer wird gut. Ja, die Namen der Waffen sagen mir jetzt nichts. Also kann man einem Stern extra Geld verdienen. Haben wieder eine Kiste gefunden. Königsspielkarte. Königsspielkarte, Junge. So. Laufen wir mal ein bisschen durch die Wildnis. Da waren die Schüsse wahrscheinlich her. Fliegen hier nur noch die Leichen rum. Hunde. Hunde sind nicht nett. Wo bist du hin, du blöder Hund? Sind das Wölfe oder was? Oh, jetzt wurde ich angegriffen von hinten. Von dem kleinen Chihuahua oder was das hier ist. Ja doch, kein Chihuahua. Den braucht man nicht häuten, der sieht eklig aus. Ein ekliger Hund. Faustwaffenmunition und 12 Dollar. Mann, die haben ja gar nichts bei sich. Ich dachte, hier kann ich mal ein bisschen Geld absahen. War wohl nichts. Wir laufen weiter. Durch die unendlichen Weiten. Schießt ein bisschen mit meiner Waffe hier rum. Ich habe noch nirgendwo ein Feuer gesehen. Ich würde mal gern wissen, wie sich das Feuer bei Far Cry 3 verhält. Aber erst müssen wir die Gegner wieder killen. Die haben mich versucht, mit dem Auto umzufahren. So geht das aber nicht, Leute. So geht das nicht. So, jetzt gehen wir da vorne in das Dorf rein. Kleine Dörfchen. Mal ein bisschen die Waffe testen. Ich habe gar keine Muni mehr. Ah, das ist ein schönes Auto. Da versuchen sie auch jetzt schon wieder. Kommen sie schon wieder aus dem Gebüsch. Aber ich warte hier schon. Oh, du kriegst mich nicht. Boah, der hat mich total umgehauen. Oh, ich sehe den nicht. Da ist er. Wieder rangesprintet. So, wie ein Assassine. Durch die Büsche. Oh. Takedown.
Ja, dann würde ich sagen, setzen wir uns in die Karre, speichern und dann würde ich auch schon sagen, bis zum nächsten Mal, wenn es heißt, auf zu Medusa.